Hallo Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Und ja, ihr seid hier auf Tupac VR. Ich bin Sebastian. Das ist Ben. Wir präsentieren euch heute die VR-News. Und ja, es gibt einige Themen. Gehen wir mal ganz kurz durch, was es alles so gibt. Und zwar haben wir einmal, der Ben zieht mir gerade mein Mikrofon weg. Und zwar haben wir einmal eine OP mithilfe einer AR-Brille. Also das ist sehr interessant, finde ich. Dann ist die Rift S reduziert. Das schauen wir uns ganz kurz an. Dann gibt es einen NextMind-Hirn-Interface. Das ist auch ziemlich interessant. Dann haben wir TimeRide Köln. Also ich stand da sogar schon mal vor. Meine Freundin kommt aus Köln. Und ja, das haben wir uns mal so angeschaut. Aber leider kam ich nicht rein wegen Corona. Wir kennen das Thema alle. Dann haben wir natürlich einen Oculus Quest Erfolg, aber bremst der wirklich AAA-Spiele? Das Thema schauen wir uns mal an. Ja, dann haben wir Medal of Honor Above and Beyond. Ich habe es leider noch nicht geschafft, es zu testen, aber wir gucken uns ein paar Tests an. Es gab wilde Diskussionen zum Spiel und ich finde, das sollten wir uns definitiv mal anschauen. Dann gab es ein Update von einem Lieblingsspiel von mir, und zwar Superhot VR. Und das schauen wir uns an. Da gab es einen wirklich free Update. Dann gab es noch ein Update zu Indes. Und das schauen wir uns mal an, wirklich auch im Spiel. Und dann gibt es ein neues Tabletop-Game, Demio. Das kommt, ich glaube, 2021 irgendwann raus, Frühling so. Und dann habe ich noch ein Spiel auf Facebook gefunden. Da habe ich sogar Kontakt mit dem Entwickler gehabt. Und zwar ist das Dark Invasion VR und das ist ein Indie-Titel und der ist schon länger raus. Da gibt es bald aber auch noch ein großes Update zu. Ist leider noch nicht erschienen, aber das schauen wir uns definitiv mal an. Ist auch ein deutscher Entwickler und sowas müssen wir uns definitiv anschauen. Also ja, jetzt erstmal das Intro und danach geht's los. Viel Spaß! Ja, zu unserem ersten Thema passt am besten, wer hat's erfunden? Und diesmal waren es wirklich die Schweizer, also da gab es jetzt eine Weltpremiere. Und zwar hat die Universitätsklinik Balgrist eine Wirbelsäulen-OP durchgeführt, mithilfe einer AR-Brille, einer HoloLens 2. Und es scheint eine Weltpremiere gewesen zu sein. Und zwar hat der Patient eine Abnutzung gehabt vom Lendenwirbel und hatte auch noch Wirbelkanal-Verengung und hatte auch wenn man eine Wirbelsäulenproblematik hat, dann kann es schon mal passieren, dass man wirklich Störungen bekommt im Bein. Dann zieht so richtig der Schmerz auch ins Bein rein und das hatte der Patient hier auch. Und die haben dann natürlich vorher ein CT gemacht, also im Computertomograph ein 3D-Bild von diesem Operationsfeld erstellt. Und das konnte der Arzt sich dann in die HoloLens 2 anzeigen lassen und konnte das wahrscheinlich dann auch drehen, wie er wollte und sich auch verschiedene Blickwinkel anzeigen lassen und hier steht auch noch, dass sie sogar die ganz kritischen Operationsschritte dann wirklich angezeigt bekommen haben in der Brille. Da wurden Schrauben gesetzt und da wurde dann auch genau der Winkel, wie die Schrauben angeordnet werden mussten, wurden angezeigt. Und das ist natürlich eine riesen Erleichterung für den Chirurg dann, wenn der einfach dann wirklich gucken muss, okay, die Brille zeigt mir das jetzt so und so an, das Bild vom CT zeigt mir das so und so an und das direkt dann vor sich zu haben, muss eine mega Erleichterung sein. Wir können uns das jetzt nicht vorstellen, weil wir sowas noch nie gemacht haben. Ich würde auch gerne das Bild sehen, was der Arzt dann wirklich auch gesehen hat, ob das dann wirklich so eine Erleichterung für einen ist, aber scheinbar hat es gut funktioniert. Der Patient ist jetzt wohlauf und hat auch keine Schmerzen mehr und das ist eigentlich das Wichtigste. Und hier steht auch noch, dass Microsoft der offizielle Partner ist und der Professor Farshad, der das Ganze da gemacht hat, setzen jetzt diese HoloLens ein und Microsoft hat sich das genauso vorgestellt als Partner und dass die Technologie so genutzt wird. Ist natürlich auch ein Riesenschritt nach vorne und wenn sogar jetzt Kliniken VR, AR nutzen, ist es natürlich auch für uns ein Riesenvorteil, denn so wird auch immer weiter an dieser Technologie geforscht und egal ob es
in der Klinik, in Operationen genutzt wird, fürs Militär, wie letztes Mal, wie ich es vorgestellt habe in der News-Sendung. Militär nutzt jetzt auch schon AR-Brillen. Ja, so profitiert der Endkunde irgendwann natürlich auch von diesen Fortschritten, die diese Technologie da macht. Und ja, können uns natürlich alle drauf freuen. Ja, das war es eigentlich schon von dem kleinen Thema hier. Wollte ich auf jeden Fall mal vorstellen, weil ich es halt mega interessant finde. Und ja, jetzt kommen wir zur nächsten News. Und das ist die Rift S. Ja, Oculus Rift S. Facebook reduziert den Preis. Und zwar kostet die normalerweise 4,49 €. Und Facebook reduziert jetzt den Preis auf 3,49 €. Und ja, da muss man sich natürlich überlegen, lohnt sich das jetzt für mich oder kaufe ich lieber mir eine Quest 2, eine kleine? Und ja, also wenn man einen Gaming-PC hat und man muss natürlich jetzt einrechnen, wenn ich die Rift S kaufe für 3,49 € und ich habe schon einen PC, dann habe ich einen Komplettset, ich brauche nichts mehr kaufen. Wenn ich aber jetzt die Quest 2 kaufe für 3,49 €, die kleine Version, sage ich mal, dann, wenn ich damit am PC auch spielen möchte, brauche ich ein Linkkabel. Entweder das Originale für 99 € oder ein gleichwertiges Kabel für zwischen 40 und 50 €. Also dann kein originales Linkkabel. Und wer das originale Headstrap dann von der Quest 2 nicht gut findet, muss ich dann noch das Elite-Strap kaufen und da bin ich dann auch wieder bei 50 €. Und wenn man das alles aufrechnet, kommt man natürlich auf einen guten Preis. Und ja, für diese Leute lohnt sich mit Sicherheit dann trotzdem eine Rift S zu kaufen. Ist ein cooles Einsteigermodell meiner Meinung nach. Hat nicht das super Display wie die Quest 2, ist auch klar. Hat auch eine geringere Frequenz. Aber nichtsdestotrotz trotzdem cooles Headset. Also ich mag das Kopfband ist super bequem, also mega bequem meiner Meinung nach. Und ja, man kann damit direkt loslegen, braucht nichts mehr kaufen. Und ja, das muss man echt abwägen, für wen das jetzt in Frage kommt oder wen nicht. Klar, Quest 2 ist ein bisschen besser, aber man zahlt da natürlich auch mehr zu. Und ja, das Ganze ist auf Amazon Frankreich bestellbar, also die ganzen Quest-Sachen können wir immer noch nicht wegen dem Verkaufsstopp in Deutschland beziehen, also keine Rift S, keine Quest und so weiter und so fort. Und ja, deshalb muss man dann bei Amazon Frankreich bestellen, ist sogar lieferbar, 3,49 €, hier sehen wir es ja. Und ja, klar wird das Headset jetzt nicht mehr weitergebaut, ist ein Auslaufmodell, aber nichtsdestotrotz wird es weiter auf Steam und Oculus funktionieren, die ganzen Spiele werden wir weiterhin spielen können, also es heißt jetzt nicht Auslaufmodell und von heute auf morgen kann man das nicht mehr benutzen, das ist Quatsch. Von daher kann man es weiterhin nutzen. Tracking funktioniert echt gut mit dem Ding. Und ich habe das Ding echt gemocht, habe das aber verkauft, weil ich die Quest 2 gekauft habe und hatte jetzt erstmal keine Verwendung mehr für die Rift S. Und ich bin jetzt keiner, der hinter sich ein Regal aufbaut und zeigt, ja, guck mal, wie geil meine ganzen 1000 Brillen, die ich gekauft habe. Bin ich nicht der Typ für, ich bin jetzt kein Sammler, Jäger und Sammler, sondern ich bin da eher pragmatisch und was ich jetzt nicht mehr gebrauchen kann, das verkaufe ich auch und ja, das mal dazu. Und ja, ihr könnt auch die Quest 2 weiterhin bei Amazon Frankreich beziehen. Die ist jetzt erstmal nicht verfügbar. Hier steht, glaube ich, ab 21. Dezember erst. Aber die 256er-Version für 4,49 € ist auf Lager und ja, kann bestellt werden für 4 €. Ach, für 4 €. 4 € wäre super, ne? 449 € und ist für die große Version jetzt auch okay, meiner Meinung nach. Die Quest 2 ist ein cooles System. Und ja, wie gesagt, was man dann haben will, ob Rift S für einen in Frage kommt oder nicht, das muss dann jeder für sich selbst entscheiden. Ja, kommen wir einfach zum nächsten Thema. Ja, in der VR-Welt alles mit unserem Gehirn steuern, wäre natürlich cool, dass man jetzt nicht mehr wirklich nur Controller braucht, sondern auch gewisse Sachen mit dem Gehirn machen kann. Und daran arbeitet ein Startup-Unternehmen seit 2017, glaube ich. Und ja, hier sehen wir dieses NextMind. Und das ist so eine Scheibe, die man sich hinten wirklich an den Kopf schnallt. Und da gibt es verschiedene, hier sehen wir jetzt so einen richtigen Bügel für die, ich glaube, das ist die Oculus Quest, ne? Und ja, da gibt es wahrscheinlich eine Halterung für. Dann gibt es aber auch nur so einen Headstrap, sage ich mal, ein Band, was vorne ja, festgezogen wird und hinten dann wahrscheinlich gedreht werden kann.
Und das schauen wir uns gleich aber mal ein bisschen im Video an. Und ja, hier sehen wir auch nochmal ein anderes, eine andere Hirnschnittstelle von Galea. Und das ist eigentlich aber auch nur für Industrie und Wissenschaft. Und hier sehen wir, da gibt es natürlich ein bisschen mehr Sensoren, die unsere Gehirnströme messen. Wir haben sogar hier vorne scheinbar was, hier oben. Ne? Bei mir wird es dann leichter, weil ich habe da keine Haare. Da können die Gehirnströme besser fließen. Oder auch nichts, wenn oben nichts läuft. Ne? Ja, und hier steht das Gerät des 2017 gegründeten, ich denke mal Pariser soll da stehen. Startups NextMind hingegen ist für Endverbraucher gedacht und deutlich handlicher. Die 60 Gramm leichte Scheibe wird am Hinterkopf getragen, direkt am visuellen Kortex. 8 Elektronen sollen dort Signale von Hirnströmen aufnehmen. Und es verarbeitet eine KI und diese soll auch immer besser werden. Desto mehr man damit umgeht, desto besser wird diese KI und kann diese Hirnströme besser interpretieren, was man dann will. Und auch wenn es mehrere Personen benutzen, also die soll wirklich immer lernen. Und auf diese Informationen, die das Unternehmen dann daraus zieht, werden Updates geformt, so wie ich es verstanden habe, und werden dann immer wieder rausgeschickt, neue Softwareverbesserungen. Und hier können wir uns das Ganze mal anschauen, wie es in VR funktioniert. Also da gibt es eine kleine Demo zu. Das ist ein Spiel, wo kleine Aliens durch so ein Tor kommen und man kann die dann mit Hilfe der Gedanken dann abschießen. Ne? Hier sehen wir, der Kollege, der schießt da immer mit den Gedanken. Das ist natürlich jetzt eine relativ einfache Demo, die ist natürlich ganz am Anfang. Aber ja, hier zeigt man schon, dass es funktioniert, funktionieren kann. Und was man denn im Endeffekt damit machen kann, da sind die natürlich auch auf Entwickler angewiesen, die coole Ideen haben, was man damit alles machen könnte. Und es soll wohl auch irgendwann damit möglich sein oder ist schon möglich, damit Maustastatur zu ersetzen, sage ich mal. Das Ganze kostet 3,99. Ich habe eben mal so ein Checkout-Prozedere gemacht und man ist dann, glaube ich, bei irgendwie $448 oder so mit Versand und so weiter. Und das ist natürlich jetzt komplett was für Enthusiasten, ne? Also das ist noch komplett Beta-Status, das Ganze. Und wer da Bock drauf hat, sich das mal anzuschauen, kann es natürlich bestellen. Ich würde es mir jetzt auch nicht bestellen. Aber es ist eine interessante Technologie und man weiß nie, für wann die was irgendwann mal eingesetzt werden könnte. Und hier sehen wir noch ein paar Demos. Die sind jetzt aber nicht großartig spektakulär, sag ich mal. Und das Ganze kann auch, hier sehen wir dieses Kopfband. Das Ganze kann auch ganz normal mit Gamepads benutzt werden. Hier wird es mit Gamepads zusammen benutzt und hier haben wir gesehen, hier hat die mit Hilfe der Gedanken diesen Block halt runterfallen lassen. Spielt aber weiterhin auch mit dem Controller. Also sowas wäre natürlich dann auch möglich. Ja, ist interessant, aber natürlich alles noch in den Kinderschuhen. Da müssen wir einfach mal warten, in welche Richtung das Ganze geht. Ja, Leute, kommen wir zum nächsten Thema, würde ich sagen. Ja, Leute, wie eben schon erwähnt, Time Ride VR und das Ganze gibt's in Köln und da wird man irgendwann, wenn es wieder offen ist, die goldenen 20er erleben können. Und wer das Time Ride nicht kennt, man setzt sich da wirklich in so eine Art Straßenbahn hin, hat eine VR-Brille auf und dann läuft ein Film ab und das Ganze wird auch mit Fahrtwind, Simulation, Geräuschkulisse und so weiter und so fort unterstützt. Ich habe es leider noch nicht testen können. Ich stand schon mal davor vor dem Laden und leider war der zu. Das war im ersten Lockdown und haben wir ja wieder Lockdown und wir werden das wahrscheinlich erst irgendwann 2021 testen können. Und da meine Freundin aus Köln kommt, bin ich öfters in Köln und ich werde es dann auf jeden Fall mal testen. Ob ich dann dazu ein Video mache, muss ich mal gucken, wenn das dann möglich ist. Und hier sehen wir, es gibt Vibrationen, Fahrtwind und selbst Gerüche werden simuliert. Ist natürlich auch cool.
Und ja, diesmal wird 1926 simuliert. Und hier sehen wir auch diese Straßenbahn. Und das sieht es fast so aus wie die CV1, ne? Würde ich mal sagen. Ja, mit dem Club-Headset dran. Muss die CV1 sein. Und ja, wenn es jetzt wirklich alles ein bisschen abgegradet wurde, vielleicht gibt es dann auch schon eine Quest 1 oder 2, wer weiß. Und hier können wir uns das ganze Video mal anschauen, was da zu erleben gibt. Hier sehen wir, wie die Welt da so aufgebaut wurde. Hier fährt unsere Straßenbahn, wo wir dann quasi drin sitzen. Ja, und dann können wir das ganze Geschehen anschauen, ja, wie es damals in 1926 dann abging. Und ja, wenn das wieder möglich ist, werde ich das definitiv testen, weil ich es auch irgendwie eine coole Idee finde. Und ja, sowas muss man dann einfach mal mitnehmen, ne? Ja, das Ganze dauert sogar 45 Minuten, ist auch natürlich cool. Hier hat man gerade gesehen, wie irgendein Dieb was geklaut hat und weggelaufen ist. Die Polizei ist hinterhergelaufen. Ja, und dann sowas mal zu erleben, durch so eine alte virtuelle Stadt zu fahren, ja, ist mit Sicherheit auch ein cooles Erlebnis. Und sollte man dann mal mitnehmen. Ja, das mal zu dem Thema. Ja, wollte ich einfach mal... ja, mitnehmen. Ich habe es jetzt auf mix.de gefunden und da ich das schon mal davor stand und leider nicht reinkam, ja, wollte ich das euch auch mal mitteilen. Und wenn ihr mal in Köln seid und es ist wieder auf, nutzt die Chance und ja, schaut euch den Time Ride mal an. Dann zum nächsten Thema. Ja, jetzt kommt ein schwieriges Thema und zwar die Quest 2 verkauft sich natürlich sehr, sehr gut und ja, die Angst jetzt von Mixed.de, die sie hier anführen, bremst das eventuell AAA-Games und ich weiß nicht, wie ihr das seht. Also ich finde, die Angst ist schon berechtigt, aber ist natürlich auch, ja, jetzt momentan auch noch gar nicht absehbar, ob es wirklich so ist. Aber was Fakt ist, ist, die Quest 2 verkauft sich verdammt gut und wenn die Quest 2 sich weiterhin in 21 so gut verkauft, dann wird es natürlich immer lukrativer für die Entwickler, Quest 2-Games ja, zu entwickeln und irgendwann werden die sich sagen, die Gewinne für die Quest 2 Games sind so hoch und für die PC-VR Games, die sind quasi, ja, wir kommen da, ja, null raus oder die Gewinne sind viel niedriger oder wir machen sogar ein Minus, dann wird da der Entwickler auch nichts mehr für produzieren und die werden sich dann wirklich auf die Quest 2 stürzen, sage ich mal. Und ja, dann ist die Gefahr natürlich, dass wir nur noch kleinere Games bekommen, auch für PC, VR. Natürlich könnten die portiert werden, aber die Grafik bleibt die gleiche, das Game bleibt das gleiche, das ist nicht mehr so umfangreich. Also wir werden keine Half-Life Alyx Games mehr bekommen und das wäre echt schade. Natürlich können wir uns freuen, dass die Quest 2 super sich verkauft und das ist gut für VR, aber für die PC-VR-Branche könnte das natürlich nicht so gut sein. Die Rift S ist jetzt abgekündigt worden und ja, natürlich sagt Oculus, ja, wir produzieren die Quest 2 und wir haben einen Oculus Link und den werden wir auch weiterhin ja, optimieren und weiterverarbeiten oder weiterentwickeln, sage ich mal, und verbessern, damit der Quest Link weiterhin super funktioniert und immer besser wird. Aber es nutzt uns alles nichts, wenn keine AAA-Games mehr rauskommen und Oculus hat natürlich in der Vergangenheit mega viele ja, AAA-Games rausgebracht. Lone Echo, Asgard Rush und was es nicht alles gibt. Haben super viele ja, Indie-Teams auch und mit Geld unterstützt, wenn es gutes ja, Spiel war. Und wenn das jetzt irgendwann alles wegfällt, das wäre echt schade. Und hier wird als, ja, als Vergleich angeführt The Gallery. Das war ja dieses Adventure-Game, da hat der erste Teil mir echt gut gefallen. Und ja, die haben nach dem zweiten Teil aufgehört, obwohl es eigentlich ein Dreiteiler sein sollte. Und ja, der Abschluss liegt jetzt auf Eis. Und die können sich irgendwann, können die sich überlegen, nochmal ja, den dritten Teil weiterzumachen.
wenn sich eine große Masse dafür dann auch begeistern lässt und das Ganze Richtung Mainstream kippt, sagen die hier, wenn VR noch einen Umkipppunkt Richtung Mainstream erreicht und sich so große Spiele wie The Gallery lohnen. Ja, den Umkipppunkt werden wir mit Sicherheit irgendwann erleben, aber die Frage ist immer, wann, ne? Also ich finde, wir sind auf einem richtig guten Weg, was Mainstream angeht. Wir sind noch lange nicht bei Mainstream angelangt. Also dafür haben zu wenig Leute Interesse an VR. Auch ich merke das immer aus dem Bekanntenkreis. Es kommen immer weiterhin Fragen. Du hast ja VR, also ich habe da mal auch Videos gesehen bei dir und kann ich mal das und das testen? Und also die Interesse ist auf jeden Fall jetzt höher als noch vor 2 Jahren, sage ich mal. Aber es ist immer noch nicht so, dass jemand sagt, ich bin bereit, da jetzt 400, 500 Euro für auszugeben. Alleine auch für eine Quest 2, die autark funktioniert, sind viele echt noch nicht bereit, dafür so viel Geld auszugeben, obwohl es eine richtig geile Technik ist, die einfach viel mehr bietet als jetzt hier so ein olles Handy für 1.000 Euro. Ne? Das ist das S10 Plus. Das hat auch am Anfang, ich weiß nicht, 900 oder 1.000 Euro gekostet. Und da denke ich immer noch so, Leute, guckt doch mal, was alles andere kostet. Ne? Und VR ist eine richtig geile Technik. Aber gut, die Leute werden eventuell irgendwann, wenn es nicht Richtung Quest 3 oder so geht, werden natürlich irgendwann auf VR treffen. Das bleibt gar nicht aus. Vielleicht ist auch eine Möglichkeit von Oculus oder anderen Herstellern auch sowas zu machen wie ein Vertrag für Handys, ja, dass die Leute dann 20, 25 Euro im Monat bezahlen und damit das Headset dann abbezahlen. Und leider ist in unserer Gesellschaft geht das in diese Richtung, dass alles nur noch auf Pump läuft, keiner mehr irgendwie sparen kann für irgendwas. Und deshalb werden Handys auch so gut verkauft, weil es einfach nur noch alles über diese Abzahlungen geht. Ne? Die haben Monatsraten von 49 oder 59 Euro, bezahlen damit ein teures iPhone ab oder so. Und vielleicht wäre das auch wirklich was für VR, ein Konzept, wo man sagt, okay, das könnte echt so funktionieren, ne? Dass die Leute dann viel mehr kaufen. Ja, Leute, das war's erstmal zu dem Thema, würde ich sagen. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem ganzen Thema haltet. Also ich bin echt immer mega interessiert, was meine Community dazu sagt und denkt. Gerne in den Chat jetzt rein oder in die Kommentare. Und damit haben wir das erste oder das letzte Thema erreicht, was Hardware angeht. Und jetzt kommen wir zum ersten Game-Thema und das wäre Medal of Honor. Ja, Leute, Medal of Honor Above and Beyond, und ich habe es leider auch noch nicht testen können. Ich werde da auch jetzt nicht zu kommen vor der News-Sendung und werde es aber diese Woche mit Sicherheit mal antesten, eventuell im Livestream mal schauen. Und also es gab jetzt letztens auch eine Riesendiskussion bei Facebook. Der Chris Reality hat für sich erstmal gesagt, es ist eigentlich nicht 60 Euro wert und hat auch irgendwie nur die ersten Kampagnen gespielt. Das Spiel soll am Anfang echt schlecht sein, soll nachher erst besser werden. Die ganzen Kritiken, die man so liest, sind nicht wirklich so positiv. Also es gibt positive und negative, also es ist ziemlich gemischt, muss ich sagen. Auch von den Leuten aus der Facebook-Gruppe. Da waren Leute bei, die fanden es super. Es gab Leute, die sagen, das ist absoluter Schrott. Also da haben sie sich mehr erhofft. Und ich kann sagen, ich kann mir jetzt nur wirklich die Meinung von mehreren Leuten dann angucken und meine Meinung dazu jetzt dann dazu äußern, aber nicht zum Spiel. Nur was ich jetzt sehen und lesen kann. Also ich sehe das Problem in den 60 Euro. Also 60 Euro ist verdammt viel Geld. Für mich ist es viel Geld und für einige da draußen vielleicht auch. Einige sagen sich, was ist 60 Euro, interessiert mich nicht. Ich kaufe mir das Spiel, wenn es nichts ist, ist es halt nichts und ist mir egal. Also ich finde 60 Euro verdammt happig und da erwartet man echt ein super poliertes Game. Es muss super, es muss alles stimmen. Sound muss super sein. Grafik muss super sein. Die Story muss super sein. Die Technik muss super sein im Game. Wie sind die ganzen Sachen umgesetzt? Kann ich alles super greifen? Ist alles super erreichbar? Kann ich super nachladen, super zielen? Sowas zum Beispiel. Ne? Also da erwarte ich für 60 Euro echt ein richtiges AAA-Game. Und natürlich sagt man immer, man muss
den Entwicklern auch noch eine Chance geben auf Updates und die haben jetzt wohl auch nochmal versucht, daran zu arbeiten. Natürlich werden die durch Updates jetzt keine Story-Änderungen mehr machen oder so, aber es gibt da wohl auch einige Bugs, nichts, was so toll ist und was nicht so gut funktioniert. Und sowas wollen die natürlich jetzt alles ein bisschen updaten. Gut. Viele haben wirklich gesagt, die Hardware-Anforderungen sind einfach zu hoch. Also Midlaufona hat riesen Hardware-Hunger, sage ich mal. Und dann gab es auch noch, also man musste 340 GB frei haben auf der Festplatte. Und jeder, der eine SSD hat, weiß, Speicherplatz ist teuer. Und da hat man nicht mal kurz freien Speicher von 340 GB. Also man brauchte einmal die Hälfte davon zum Runterladen und dann wurde dann daraus nochmal installiert. Und also für die erste Installation brauchte man 340 GB. Das haben sie jetzt irgendwie auf 180 GB wohl ja, runter handeln können oder runter updaten können. Also man braucht jetzt nur noch 180 GB, nur noch. Das ist natürlich auch schon viel. Also ich habe noch kein einziges Spiel gesehen, was 180 GB hatte. Aber gut, wenn es ein geiles Spiel ist, ist das auch gerechtfertigt und dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber ja, wie gesagt, in der Facebook-Gruppe ist dann so auch ein kleiner Streit entstanden oder eine etwas härtere Diskussion, sage ich mal. Und ich finde immer, man muss den Leuten, jeder muss eine Meinung haben. Und es war jetzt vom Chris der Ersteindruck, den er dadurch gewonnen hatte. Und ja, wenn also ganz ehrlich, wenn ich nach einer Stunde das Gefühl habe, boah, das Game ist nichts für mich, dann gebe ich das zurück, besonders bei 60 Euro, weil 60 Euro viel Geld ist und man kann 2 Stunden testen und danach kann man es nicht mehr zurückgeben. Und wenn ich nach einer Stunde das Gefühl habe, ne, das ist nichts, dann gebe ich es zurück, ganz ehrlich. Also da bin ich auch auf der Seite vom Chris. Er hat aber nachher nochmal weitergespielt und hat dann gesagt, ja, es wird definitiv besser. Ich weiß es aber nicht, wie sein wirklich letztes abschließendes ja, Review ist. Und ja, hier steht auch, es gibt teils vernichtende Kritiken seitens der VR-Spieler. Und ja, also ich bin froh, dass es AAA-Games gibt. Und aber da muss es wirklich ein AAA-Game sein. Und ich habe jetzt zu viele positive, negative Sachen gelesen. Und gehen wir mal kurz eine Seite weiter. Und hier steht, wie die Presse urteilt. Und ja, Road to VR gibt da eine schlechte Kritik ab. 5 von 10 Punkten geben die nur. Und ja, es sei im Herzen eine Schießbude, also ziemlich arcade halte ich das Ganze. Keine große Abwechslung bei den Kämpfen. Und jede Auseinandersetzung fühlt sich da gleich an. Und es kommt ziemlich schnell Langeweile auf. Und besonders am Anfang muss das wohl immer so kleine Sequenzen nur sein. Und nach jeder Sequenz kam dann auch, ja, dass man das geschafft hat und Punkte und bla 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 und Ladebildschirm. Und das müssen die jetzt sogar wieder verbessert haben. Also es kommt jetzt erst im Abschluss der Kampagne wohl dieses Bild, das, was man für Punkte hat und so weiter. Das kommt jetzt nicht nach jeder kleinen Sequenz. Und ja, das müssen die wohl schon geupdatet haben, sage ich mal. Und ja, jetzt zieht sich das so weiter, dass ja, manche da was Gutes schreiben, manche schreiben wieder was Schlechtes. Und ja, wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Ich bin echt gespannt, wie es ist. Und ja, IGN gibt es hier 6 von 10 Punkten. Fehlende Spieltiefe. Also ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, dass die Story einfach nicht gut sein soll. Und eigentlich ist sowas ja in so einem Singleplayer, also die Story muss mich packen und muss mich reinziehen. Und ich bin auch so ein Medal of Honor-Fan von damals und ich fand es damals immer richtig cool und hat mich irgendwie auch mit reingezogen. Natürlich war es auch eine andere Zeit und da hat man auch nur wahrscheinlich noch nicht so hohe Anforderungen an ein Spiel gehabt. Und ja, 4Players sagt hier detaillierte Schauplätze. Und Respawn sei an einigen Ansprüchen, an seinen eigenen Ansprüchen gescheitert, möglichst viel Abwechslung zu bieten. Ja. Ja, und hier wird gesagt, es ist nicht auf Höhe der Zeit, der VR-Zeit von Tested. Und
Ja, wäre natürlich echt schade, ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich alles so mega negativ gesehen wird. Schauen wir uns einfach mal Steam an und ja, hier sehen wir den Preis von 59,99 und jetzt gucken wir uns mal hier die Rezension an und hier ist klar, also bei Steam ist wirklich immer, wenn ein Shitstorm losgeht, ist der auch auf Steam und da kann das Spiel so gut sein wie möglich. Wenn es irgendwie einen Shitstorm gab, dann ist der da auch richtig abgegangen und ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich einfach ein Shitstorm ist oder ob sich Leute sagen, nö, das Spiel ist nicht gut. Und 48% der Nutzer haben nur positiv bewertet, 52% negativ und ist natürlich auch eine Ansage, ne? Also, puh. Okay, ja, der Ziffi hat positiv bewertet. Dann habe ich also gesehen beim Sebastian MRTV, der fand es sehr gut im Livestream. Voodoo fand es scheiße, so was ich mitbekommen habe. Und ja, so zieht sich das natürlich hier durch. Und ich kann das echt verstehen als Käufer, der jetzt echt auf sein Geld auch achten muss, muss ich sagen, wenn ich dann so welche Rezessionen lese, dann bin ich echt vorsichtig mit dem Kauf und ja, ich meine, jeder hat die Chance, das Spiel zu testen und zurückzugeben, also das sollte dann auch jeder von Gebrauch machen. Gut. Hier steht jetzt der M1 Garant, das ist ein Ping. Also das ist jetzt eine Rezession, wo ich sagen muss, ja, gut. Ein bisschen lächerlich, ne? Gut, hier hat jemand 3,2 Stunden gespielt, hat dann sagen, ne, ist nicht meins. Hier nach 22 Stunden gesagt, ist nicht meins. Das sind dann so Rezessionen, wo ich sage, okay, das ist gerechtfertigt. Ich finde, Steam sollte einführen, dass man Spiele erst ab einer Stunde aufwärts oder so bewerten kann. Und das wäre dann wirklich gerechtfertigt und auch den Entwicklern gegenüber auch fair. Und ja, gut, hier wieder auch nach 0,7. Ja, ist schwierig. Ist ein schwieriges Thema. Und ich werde es hoffentlich die Woche mal für mich aufklären und werde da dann auch einen Livestream oder Video zu machen und dann auch meinen Senf dazu geben. Und ich nehme kein Blatt vom Mund. Ich habe es nicht umsonst bekommen, das Spiel. Und ich bin auch ein kleiner Pups-Kanal, der von EA da nicht keine Beachtung findet. Andere haben es bekommen. Und aber auch wenn ich jetzt das Spiel umsonst bekommen hätte und mir gefällt das nicht, hätte ich es gesagt. Und ich nehme da auch echt nie ein Blatt vom Mund. Und warum auch? Man sollte da echt fair bewerten. Ja, Leute, das nur mal dazu, zu dem ganzen Thema. Und mich interessiert auch wieder eure Meinung. Habt ihr es gespielt? Wie findet ihr das? Gerne mal in die Kommentare rein, wenn ihr es gut findet oder nicht gut findet. Also da bin ich echt auch auf eure Meinung gespannt. Auch gerne jetzt in den Chat. Und ja, ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Titel. So, Leute, Superhot VR ist schon ein ziemlich alter Titel, wie man sieht, ne? Von Mai 2017. Aber immer noch ein richtig geiles Game. Also ich liebe dieses Gameplay einfach und einer meiner Lieblingstitel. Und ja, jetzt gab es ein großes Update. Und ja, einmal ein DLC gab es noch oder eine Map, sage ich mal, so ein Endless Mode. Der nennt sich Boxing Day. Und echt schwer, muss ich sagen. Also, boah, da muss ich echt noch ein bisschen üben. Und dann gab es noch Anpassungen. Wir haben jetzt mehrere Profile, also 3 Stück. Das gab es vorher nicht. Wir haben einen Gastmodus. Also, wenn ihr zu Besuch habt und ihr wollt das von Anfang an spielen, das Spiel, und ihr habt keine Profile mehr frei, dann könnt ihr das damit machen. Und echt genial. Die haben da echt wieder was getan. Und ja, mich hat das eh immer gewundert. Warum machen die nichts für VR mehr? Das Spiel hat sich so gut verkauft. Und ja, da kam jetzt einfach nichts mehr. Und ja, jetzt gibt es wieder ein Update umsonst. Und ich hoffe, da kommt in nächster Zeit von mir aus ein zweiter Titel oder noch ein DLC von mir aus. Das wäre echt genial. Und ja, Leute, ich denke mal, jeder kennt Superhot. Aber jetzt gibt es noch mal Gameplay. Und nach dem Gameplay geht es aber auch direkt weiter mit dem nächsten Spiel. Also viel Spaß. So, Leute, willkommen bei Superhot VR und die erste Erneuerung. Wenn wir den A-Button drücken, kommen wir in ein Menü. Und hier können wir einmal den Gastmodus anmachen. Ja, da fängt man dann komplett von Null an und es wird nicht gespeichert. Dann haben wir 3 Profile zur Auswahl, die wir hier komplett jetzt
mit mehreren Leuten belegen können. Wenn, ja, wenn alle drei voll wären, kann man hier einfach löschen. Das ist ja die größte Erneuerung. Dann haben wir hier so eine kleine Einstellung. Können wir so ein bisschen dunkler gestalten, das ganze Bild, wenn wir wollen. Und Umgebungshelligkeit kann man sowieso noch mal ein bisschen anpassen. Dann haben wir die Möglichkeit, die Pyramide. Ja, normalerweise muss man die immer greifen, dann geht erst das nächste weiter. Ist gut, weil dann kann man sich noch mal neu positionieren. Ich würde es nicht ausschalten, aber das bleibt dann jedem selbst überlassen. Und dann kann man verstörende Szenen überspringen. Ich denke mal, das ist ja, sich selbst abknallen und so weiter gemeint. Ja, und dann kommen wir zum nächsten neuen. Und das ist, wenn wir den Endless-Modus anmachen. Gehen wir die Diskette rein. Man muss das Spiel einmal komplett durchgespielt haben, um in diesen Modus zu kommen. Das mal dazu. Dann haben wir hier mehrere Disketten nochmal. Headshot Only, Hardcore, Speedrun und so weiter und so fort. Und jetzt gehen wir mal in diesen Endless-Mode rein. Und den Boxing Day haben wir hier. Hier haben wir verschiedene Endless Modes und hier haben wir den Boxing Day und den probieren wir jetzt mal aus. Okay, ein schönes Geschenk. Oh. Zack. Okay, den müssen wir ausweichen, den müssen wir ausweichen. Oh, jetzt müssen wir aufpassen. Ist jetzt kaputt? Ja, der ist kaputt. Okay. Ah, der hat uns erwischt. Bam. So, wer hat eine Waffe? Okay. Der hat auch eine Waffe? Okay, jetzt kommt da einer. Kriege ich die Waffe noch irgendwie? Oh, da kommt einer runter mit einer Waffe. Okay, wenn ich den jetzt irgendwie kriegen sollte. Na kommt. Komm, komm, komm. Ja, komm, komm, komm. Bam. Den habe ich aber. Der hat noch geschossen. Okay, Pistole. Na komm. Ah. Matrix-Style hier. Da kommt noch eine geflogen. Ah, schade. Du kriegst ja direkt hier. Wumms. Oh, die ist gut, die ist gut. Komm. Wo ist die Schrotflinte hin? Ist kaputt gegangen. Mist. Der schießt jetzt nochmal. Warum gehen die Pistolen immer kaputt? Okay, der hat sich gut reingeworfen für mich. Bodyguard. Dan, 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 dan. Ich sehe jetzt gerade nicht den anderen mit der Pistole, da ist er. Oh, die Pistole ist wieder kaputt gegangen. Okay, komm. Come on. Ping. Ping. Ping.
schon wieder kaputt. Oh Gott, Scheiße. Okay. Der hat mich direkt ausgenockt. So, los geht's. Okay, der schießt. Und zwei. Zwei schießen. Okay, den kann ich noch ausweichen. Komm. Das war knapp. Den muss ich abwarten, definitiv. Den warten wir besser auch ab. Na komm, versuch zu schießen. Da hast du es schon. Okay, die haben keine Pistolen, das ist gut. Komm weg! Da oben. Okay. Na komm, komm, komm! Also hier haben wir definitiv zu wenig Pistolen. Okay. Oh, drei. Die ist auch wieder kaputt. Also man muss die Pistole so kriegen, sonst ist es echt vorbei. Ja. Ja, Leute, das war der Boxing Mode und oder Boxing Day. Also ist echt interessant. Ich finde es cool, dass für dieses Game immer noch Updates rauskommen. Und los geht's zum Sebastian. Ja, Leute, hier sind wir bei Indes und Indes hat einen neuen DLC bekommen und der war umsonst. Der heißt Siege of Heaven und Siege of Heaven ist einfach, ja, also wir stehen auf einer Plattform, es kommen Gegnerwellen, wir kriegen Updates und eine Pfeile können wir uns kaufen und ja, so müssen wir uns von Welle zu Welle durchschlagen, sage ich mal. Und das macht echt Spaß, hat mir echt Bock gemacht und die wollen da in nächster Zeit auch immer weiter ja, wenn das gut ankommt, weiterentwickeln. Und ja, ich habe auch nochmal nachgefragt, wie wäre es denn mit einem Koop-Modus? Und ja, der Pressemensch hat mir mitgeteilt, ja, die haben schon mehrere Anfragen deshalb erhalten und die denken da echt stark drüber nach. Ich habe es damals gehofft, dass auch Indes für die PC-Version halt einen Koop-Modus bekommt. Und leider hat es da nicht geklappt. Ich hoffe, dass die es bei Indes jetzt machen. Zumindest bei diesem DLC wäre es echt cool, dass man da zwei Plattformen hat und die eventuell auch ein bisschen ja, weiter weg voneinander sind. Und ja, dass man da so ein bisschen miteinander Gegnerwellen wegmetzeln kann. Wäre echt cool. Und ja, ich habe euch ein bisschen Gameplay mitgebracht und ich habe eben mal ein bisschen was aufgenommen. Mir hat es echt Bock gemacht. Und ja, gucken wir uns jetzt einfach mal an. Viel Spaß. So, Leute, hier sind wir bei Siege of Heaven in Indes und ja, ich habe das schon mal gespielt, ich habe 10% wohl geschafft und ja, es sollen wohl noch weitere Sachen kommen, hier Chapter 1, Chapter 2 und so weiter und so fort und ja, wir spielen jetzt erstmal das hier auf Easy und los. So, hier stehen wir jetzt auf unserer Plattform und wir müssen jetzt zum Starten einmal hier oben die Glocke und schon geht's los. Da hinten höre ich was und ich sehe was. Ha! Wow! Das ist neu. Ah, okay. Also einfach zum Trigger und dann hat man das. So, wir packen den mal hier drauf. Und weiter geht's. Das ist cool, dass man jetzt Upgrades kaufen kann. War beim ersten Mal nicht der Fall. Aber die haben ja auch versprochen, dass die definitiv da weiter Updates raushauen. Und es auch überlegt wird, dass man eventuell irgendwann mal im Koop spielen kann. Und das wäre echt nice, das im Koop zu spielen.
Den können wir da durch, oder? Es hat das Oculus Tracking mir so ein bisschen was kaputt gemacht. Aber da haben wir es, da haben wir es. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich spiele es lieber mit der Valve Index. Da habe ich das Problem mit dem Wegglitschen der Hände nicht, wenn ich mal zu weit hinter die Oculus gehe. Oder hinter der Index gehe. Blast them in a violent explosion. Ja, da haben wir schon ein paar Upgrades. So, mal runtergehen. Da ist er in dem Augenblick noch ausgewichen. Jetzt stelle ich mich aber gerade ein bisschen blöd an. So. Die können wir eventuell kriegen. Jawohl. So, auf die müssen wir jetzt echt aufpassen. Und denen gibt man am besten immer Headshots. Boah, bei dem musste ich gerade ein bisschen vorhalten, sonst wäre es echt schlimm geworden. So, wenn wir die schon wegkriegen, sind wir schon gut dabei. Boah, der war genau richtig gerade. Na komm. Letzte Runde. Let the games begin. Wow, Longshot, Grabshot, Gapshot. Die müssen wir direkt ausschalten, weil das wird echt gefährlich sonst. Da wären Kopfschüsse echt angebracht. Und abgestürzt. Perfekt, Leute. Aber, also, ja, jetzt läuft's wieder. Okay. Ich hab's geschafft. Ich weiß nicht, ob ich gut war. Aber ist mir jetzt auch eigentlich egal. Hat Spaß gemacht. Und, ja, damit gebe ich ab zum New Sebastian. Ja, das war Indes und, oder das war Indes mit Siege of Heaven eher gesagt. Und ja, wie fandet ihr das? Ist das ein Modus für euch oder sagt ihr, nee, der normale, originale Modus gefällt mir da besser? Also den kann man natürlich weiterhin spielen. Ich finde es cool, dass die dann free DLC raushauen und ist auch nicht selbstverständlich. Und das Hauptgame ist schon geil, aber das macht auch Spaß. Und ich denke mal, das ist eine gute Kombination. Das kann man mal kurz spielen. 15, 20 Minütchen geht das Ganze und macht echt Bock. Ich habe ein bisschen zu kämpfen mit dem Oculus Quest Tracking, muss ich echt sagen, bei dem Game. Wenn man das mit der Valve Index zockt und im Gegensatz dann mit der Quest, das sind echt Welten und also es funktioniert soweit ganz gut, aber wenn man das mit dem Lighthouse Stations gewohnt ist, ja, möchte man eigentlich nichts mehr anderes und ich bin, auch wenn ihr das nicht glaubt, ich bin wirklich besser bei Indes mit dem PC. Also da hätte ich öfters getroffen, besonders wenn man so wirklich weit wegzieht, weil man den Bogen ja auch spannen möchte, dann hat man oft das Gehör, ja, nicht das Gefühl, sondern es ist wirklich so, dass die Hand dann auf einmal wegglitscht, wenn die hier irgendwo am Ohr ist und ja, ist ein bisschen schade,
Ist natürlich dem Oculus-Tracking geschuldet, aber trotzdem macht's Bock. Lohnt sich definitiv. Indes lohnt sich auf jeden Fall zu kaufen. Egal ob für die Quest oder für den PC. Also, das sind beides geile Games. Schade ist nur, dass Indes Unchained, also es ist ja ein anderer Entwickler, das ist ja Superbright, dass diese Updates, die machen, die haben ja auch noch eine andere Welt erschaffen, dass diese keinen Einzug in unsere PC-Version erhalten, und das ist echt schade, weil es halt irgendwie ein eigenständiges Game ist, und ich hoffe, dass das irgendwann nochmal sich ändert und dass wir PC-VR-Gamer da auch nochmal in den Genuss kommen, das auf dem PC zu zocken. Besonders jetzt nicht nur mit dem Update, sondern auch mit dem anderen Update, wo es da diese andere Welt gab. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt hieß, The Abyss oder so, keine Ahnung, bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber trotzdem war auch eine coole Map und bietet auch ein bisschen Abwechslung zur anderen, helleren Map, sage ich mal. Ja, Leute, was sagt ihr dazu? Gerne in den Chat und in die Kommentare rein. Und gehen wir zum nächsten und letzten Spiel. So, Leute, das letzte Game für heute. Es gibt auch Gameplay dazu. Und erstmal möchte ich euch so ein bisschen was zum Spiel erzählen und zu den Entwicklern. Also ich habe die Entwickler auf Facebook kennengelernt, oder einen Entwickler davon, den Vadim habe ich jetzt nicht kennengelernt oder noch nicht, aber den Bastian. Und das sind die zwei Hauptentwickler für The Dark Invasion, und das ist ein Early Access Titel, ist seit dem Dezember 2019 in der Entwicklung, und die planen momentan auch ein größeres Update. Da gibt es auch nochmal eine Bunker-Map. Und der Bastian hat eine ziemlich krasse Zeit hinter sich, zum Glück hinter sich gelassen. Und er hat mir so ein bisschen was zu seinem Leben noch dazu erzählt und geschrieben. Und das fand ich echt ziemlich interessant, schockierend auch. Und er hat eine ungefähr 4 Jahres Horror-Szenario erlebt, sage ich mal, was keiner erleben will. Mit allerhand Drogen, Reanimation, er wäre auch fast gestorben, und Schlägereien, wo er fast gestorben wäre, und so weiter und so fort. Also ziemlich krasse Sachen, und er hat zum Glück die Kurve gekriegt. Also also Hut ab, mega, freut mich echt für dich, Bastian, dass du das geschafft hast und jetzt sogar ein Game-Entwickler bist und versuchst da wirklich jetzt Struktur in dein Leben zu bringen. Und da muss man echt einen Hut vorziehen. Also ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das ist, so krass abhängig von irgendeiner Droge zu sein. Möchte ich echt nicht erleben, sollte keiner erleben, kann aber leider jeder reinrutschen, jederzeit. Und desto mehr freut mich das, dass du das echt da gepackt hast. Und der Bastian ist Mitentwickler von dem Game Dark Invasion, und er baut da gerade so eine Bunker-Map noch. Die basiert so auf seinen Horrorszenario oder Horror-Halbträumen aus der Kindheit. Er hat auch wahrscheinlich nicht so eine tolle Kindheit gehabt, und vermute ich jetzt. Und darauf basiert diese Bunker-DLC-Map so ein bisschen. Und die ist dann noch nicht raus. Wenn die raus ist, werde ich die mit Sicherheit auch mal testen. Ich habe euch jetzt erstmal so ein bisschen Gameplay mitgebracht. Ich habe das Spiel jetzt insgesamt, ich glaube, eine halbe Stunde gespielt. Hatte leider nicht viel Zeit, also der komplette Montag geht immer für die News drauf und der Dienstag auch noch, und da bleibt nicht viel fürs Gameplay, und ich muss mir echt überlegen, ob ich das in diesem Maße noch weitermache, die News. Da bin ich auch auf eure Meinung gespannt. Wenn ihr sagt, ich will auf keinen Fall auf die News verzichten, gerne in den Kommentaren reinschreiben, Likes dalassen natürlich. Weil es kostet echt extrem viel Zeit, und ich komme momentan nicht mehr so sehr dazu, dass ich Gameplays mache, die ich echt mega gerne mache, um auch so Entwicklern zu helfen, wie jetzt auch hier. Ich versuche das natürlich jetzt auch mit in den News reinzubringen, dass ich da immer kleine Häppchen Gameplays zeige, dass die Leute auch wenigstens ein bisschen vom Gameplay sehen. Ich sehe natürlich, dass die News-Sendung viel geguckt wird. Jetzt hat es natürlich auch einen guten Knick gegeben von, ich glaube, 450 Views auf 200. Und da es so viel Zeit kostet, muss sich das natürlich auch lohnen. Und wenn das jetzt weiterhin abgeht, muss ich mir echt überlegen, ob ich das in der Form noch mal mache oder weitermache. Wie gesagt, einfach mal gerne in die Kommentare damit rein. Ja, Leute, erstmal muss ich dazu sagen, das Game kostet nur 8,19 Euro, ist echt nicht viel, und ich hoffe, dass meine Zuschauer jetzt hier
ja, auch ein Herz haben für deutsche Indie-Entwickler und sagen, 8,19 Euro investiere ich gerne und schaue mir das Spiel mal an. Ich meine, was ist das Schlimmste, was machen kann oder passieren kann? Ihr findet das Game scheiße und ja, könnt es zurückgeben. Wenn ihr sagt, boah, cooler Indie-Titel, die arbeiten da weiter dran, ist ein Early-Access-Titel, dann behaltet es das und ja, so helft ihr den Entwicklern und wird die mit Sicherheit auch ein bisschen weiterhelfen. Hier steht jetzt HTC Vive und VMR-Brillen. Ich habe es jetzt mit der Vive Index gespielt und es hat wunderbar geklappt. Alles andere besprechen wir gleich nochmal nach dem Gameplay. Also schaut euch jetzt erstmal das Gameplay an und dann gehen wir nochmal so ein kleines Fazit. So Leute, hier sind wir im Menü von The Dark Invasion und oh, hier geht's direkt ab. Ein richtig cooles Menü, finde ich. Also hier kommen immer irgendwelche Typen auf uns zu. Fiese Typen, fiese Geräusche auch, muss ich sagen. Okay, die haben ein Problem. Also, mega geiles Menü, muss ich sagen, gefällt mir. Und ja, schauen wir uns mal ganz kurz die Einstellung an. Hier einfach Turn Angle, haben wir 90 Grad, 45 oder Smooth Turn, also ich mache 45. Das mag ich eigentlich immer ganz gerne. Und Graphic haben wir hier noch, ne? Weiß nicht, machen wir einfach mal auf hoch. Und wenn wir hier Start haben, haben wir einmal, ja, ob wir leicht, mittel, schwer haben, denke ich mal, so ist es ungefähr aufgeteilt. Müsste man hier eigentlich noch dran schreiben, ist nicht so ganz eindeutig, was es jetzt ist und ich drücke einfach mal hier. Und ja, hier haben wir einmal Practice, haben wir einen Schießstand, da können wir alle Waffen ausprobieren und dann haben wir noch Abandoned House und die anderen sind hier gelockt und es kommen ja noch Updates raus, also es kommt noch ein Bunker, der soll wohl mega gut sein und ich zeige euch jetzt erstmal kurz den Schießstand. Okay, hier sind wir am Schießstand und dann haben wir uns mehr meine Waffe. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht für die Vive Index getestet. Und trotzdem funktioniert es echt gut. So, und hier haben wir noch Schränke. Hier haben wir noch eine Schrotflinte. Ist ja schon was drin? Ja, da ist schon was drin. Okay, jetzt können wir hier nachladen. Oder? Oder die ist. Nee, die ist. Ach, da, okay. Also, okay, das ist eine richtige Pump-Action. Da müssen wir wirklich nach jedem Ding dann nachladen. Okay, jetzt ist leer. Können wir auch nachladen? Irgendwo. Also, normalerweise. Ah, okay, jetzt ist hier auf. Ah, guck mal. Ich hab's jetzt die ganze Zeit falsch gemacht. Und da sehen wir es auch, ne? So, da haben wir die Waffe getestet. Schauen wir uns mal an, was hier sonst noch ist. Hier sind unsere Magazin. Okay, hier haben wir ein richtiges Gewehr. Klappt auch ganz gut. Auswerfen ist immer auf dem Button. Und dann können wir hier halt nachladen. Wir müssen nicht nochmal durchziehen. Wäre schöner, wenn es so wäre. Dann wäre es halt ein bisschen realistischer, wie bei Pavlov und Co. So. Oh, klappt eigentlich ganz gut. Wir haben hier quasi links und rechts an der Schulter haben wir unsere Slots und ich weiß nicht, ob wir hier noch einen haben. Hinten sehe ich irgendein weißes Feld. Ich weiß nicht, ob das unser Menü ist oder was das sein soll. Auf jeden Fall kann ich da jetzt keine Pistole dran machen. Das stört mich so ein bisschen. Oder hier am Halfter. Also scheinbar habe ich wirklich nur zwei Slots. Und jetzt gehen wir direkt ins Spiel. Squeeze Fist und Kick. Also wir können auch noch den wegkicken. Und ja, jetzt gehen wir in die gruselige Map. Ziemlich dunkel gehalten das Ganze. Da sehen wir so ein Monster. Und jetzt können wir uns hier schon mal so ein Schwert nehmen.
So, den können wir uns auch halftern. Hier wird uns jetzt so ein bisschen gezeigt. Ja, auch eigentlich ein cooler Koop-Titel hier. Okay. Hier klingelt irgendwas. Schon Bigs. Oh Gott! Hab ich mich erschrocken. Ich dachte, wäre direkt nachgeladen. Also hier fehlt mir definitiv ein Slot für die Pistole irgendwie. So, hier haben wir noch Munition. Granaten. Okay. Hier haben wir auch noch einen Schrank. Ich lade direkt schon mal nach. Das Gute ist, hier habe ich auf jeden Fall eine Taschenlampe dran. So. Schwert guckt so ein bisschen blöd. Könnte auch nach hinten gucken, aber gut. Ist halt noch kein fertiger Titel. Da sind Shotgun-Zellen. Wow! Okay, weiter geht's. Wir sammeln schon mal. Scheint voll zu sein. Sehe ich jetzt nicht, ob es voll ist oder nicht. Okay. Das ist voll. Kann man hier die auch nehmen? Ne, okay. Dann geht's weiter. Also ich zeige euch nur kurz ein bisschen Gameplay hier. Aber, also ist auch echt nichts für schwache Nerven, muss ich sagen. Okay, komm, wir gehen da mal. Da wird uns, glaube ich, angezeigt, dass hier irgendwas ist. Okay, Tür ist zu. Alter! Okay, ich glaube, wir müssen dieses Artefakt hier haben. Okay. Boah. Der. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und schon tot. Alter, damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Genau. Damit kann ich schießen. Hiermit kann ich direkt schlagen, wenn was kommt. Boah. Oh, fies, du. Okay. Klappt gut. Jetzt kam doch gleich dieser große Kerl, oder? Ja. Okay. Ein bisschen uns bewegen. Glaube ich besser. Okay, hier passiert aber viel, du. Das ist jetzt natürlich ein bisschen Wave-Shooter-artig, das Ganze. War das? Ja, da war das. Okay, da hinten ist eine Kiste. Vielleicht ist da Munition drin. Wäre nice. Muss man wahrscheinlich ziehen, aber
Nee, braucht man nicht. Ja, geil. Boah. Boah, ne, das ist echt teilweise. Und tot. Boah, das ist schwer. Das ist schwer. Und ich habe gegen die Wand gehauen. Scheiße. Ja, Leute, ich würde sagen, das ist erstmal so, ja, nur mal kurz zum Andeuten, was, ja, The Dark Invasion ist. Und ich finde es für den Preis erstmal vollkommen in Ordnung. Wir haben einige Maps auf Lager, wie wir hier sehen. Es kommt noch ein Update raus, was umsonst sein wird. Und ja, wer auf solche Games spielt, ist ein Indie-Titel, das sieht man natürlich direkt. Und aber dafür macht es echt eine gute Figur. Die arbeiten auch weiter fleißig an diesem Projekt. Und ja, wenn man irgendwelche Verbesserungsvorschläge hat, sind die mit Sicherheit auch, haben die ein offenes Ohr, denke ich mal. Von daher, ja, ich muss mich erstmal da ein bisschen einfinden. Ich habe es jetzt echt wirklich erst zum zweiten Mal gespielt und ich finde es echt schwer. Ich weiß aber auch nicht, ob ich den schweren Titel jetzt genommen habe oder die leichte Version, weiß ich nicht. Also das könnte man ein bisschen besser organisieren. Ich vermute, dass oben ja leicht ist und dann unten schwer, aber gut, weiß man jetzt nicht. Ich kann sein, dass ich mich auch ein bisschen blöd angestellt habe. Aber mir fehlt definitiv hier der Slot für die Pistole. Weil wenn man dann mal schnell wechseln will und so weiter, ist ein bisschen blöd, wenn man hier keinen Slot hat. Also der müsste definitiv noch hin. Und ja, ich gehe mal ab zum New Sebastian. Ja, das war The Dark Invasion. Also wie ihr seht, ich habe nicht gut abgeschnitten, muss man sagen. Aber es ist echt ein Titel, der ein bisschen Angst einflößt, muss ich sagen. Also teilweise habe ich mich auch gut erschrocken, wenn die auf einmal da vor einen kommen oder vor einen erscheinen, sage ich mal. Und ja, ich konnte jetzt natürlich nicht viel zeigen vom Gameplay. Also das ist auch zeitbedingt, muss ich echt sagen. Aber ich finde, die Mechaniken funktionieren ganz gut. Das Nachladen funktioniert ganz gut. Ich hätte echt gerne, wie schon im Gameplay erwähnt, auch was für die kleinen Waffen, dass ich die wirklich an die Hüfte packen kann. Große Waffen müssen hier hin. Und also da fehlen definitiv, ja, Hüfthalterungen, sage ich mal, für die kleinen Handwaffen. Und alles Große wäre dann natürlich cool, wenn es dann da erscheint, links und rechts hinter die Schulter. Schwert hat so in diese Richtung gezeigt. Wäre auch blöd, wäre cooler, wenn es wirklich auch an der Schulter verschwindet. Menü war jetzt eigentlich so ganz okay, also Inventar konnte man mit leben. Ich habe die Sachen erreicht, die ich erreichen wollte und das war eigentlich ganz gut. Aber es ist noch weiter in der Entwicklung, von daher kann man da auch das eine oder andere mit Sicherheit noch verbessern. Ja, was sagt ihr zu dem Gameplay? Hat euch's gefallen? Sagt ihr, na, ist jetzt nichts für mich? Also ich war echt begeistert oder beeindruckt vom Menü. Also so viel Mühe, wie sich da gemacht wurde fürs Menü, habe ich echt schon lange nicht mehr gesehen. Die Einstellungssachen in dem Menü könnten jetzt noch ein bisschen ausgebaut werden, sage ich mal, und ein bisschen klarer strukturiert sein, dass man da auch ein bisschen mehr Einstellungsmöglichkeiten hat, auch Sound, Grafik, Einstellungen und so weiter, dass das ein bisschen strukturierter ist. Ansonsten hat mir das echt gut gefallen. Und ja, ich bin gespannt. Ich versuche in der nächsten Zeit auch mal ein längeres Gameplay davon zu zeigen. Muss ich schauen, wie ich es schaffe. Ich habe echt eine riesenlange Liste, die ich noch abarbeiten muss von Gameplays, aber so kleine Sneak Peeks, sage ich mal, gebe ich immer gerne in die News-Sendungen, von daher erstmal das dazu, aber ganz ehrlich, für 8,19 Euro, schaut euch das an, wenn euch nicht gefällt, macht einen Refund, aber ich denke mal, für 8,19 Euro weiß man ungefähr, was einen da erwartet. Es ist kein AAA-Titel wie Half-Life Alyx oder weiß der Geier was, Lone Echo. Es ist ein Indie-Titel. Wir haben Zombies, wir haben Ballereien, wir können mit einem Katana rummetzeln. Also ist ganz interessant, ziemlich schwer. Und ja, schaut euch das Gameplay an. Ja, Leute, das war's auch erstmal für heute, würde ich sagen. Und ich bedanke mich erstmal dafür, dass ihr ja so zahlreich zugeschaut habt, hoffe ich mal. Und ja, wenn euch's gefallen hat, haut ein Like raus. Abo-Button nicht vergessen, damit ihr meinen Kanal weiterhin unterstützt. Ja, er wächst stetig, dann gibt es natürlich auch wieder D-Abos, ist noch ganz normal, aber die Kurve zeigt ganz klar nach oben und das freut mich und ja, zeigt mir auch immer, dass es wichtig ist, dass ich weitermache und auch weiter Gas gebe, das versuche ich natürlich auch
Aber Zeit ist natürlich auch rar gesät und Wochenenden fallen komplett bei mir weg. Und mit dem Montag für die News-Sendung und den Dienstag, wo ich dann auch noch daran arbeite, ist natürlich auch viel Zeit. Aber wie gesagt, wenn das weiterhin gut bei euch ankommt, mache ich dann natürlich weiter mit. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr könnt gerne zu jedem Thema, was ihr gesehen habt, was ihr interessant findet, in den Kommentaren, ja, können wir da gerne noch drüber diskutieren. Oder kommt einfach zu uns auf den Dreiflatingo Discord-Kanal. Da können wir natürlich auch über diverse Sachen diskutieren und schreiben. Ist relativ noch, ja, klein der Kanal und ist noch ziemlich leise da still. Könnte ein bisschen mehr, ja, mehr sein, aber gut, es gibt zu viele Discord-Kanäle und kann ich auch verstehen, dass da die Leute nicht auf jeden Discord gehen. Aber wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr uns gerne da besuchen. Ja, Leute, ich wünsche euch erstmal noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video hier schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.